Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich bin die Hilde aus der Beziehungsambulanz, heute aus Großweikersdorf. Ich hatte einen Termin ausgemacht, dachte ich, und dabei war es erst nächste Woche. Jetzt habe ich kurz Zeit und habe mir gedacht, jetzt mache ich ein Video. Und zwar zum Thema, warum... Hallo, liebe Silvia, schönen guten Morgen, liebe Renate. Zum Thema, warum suchen wir uns immer wieder einen Partner aus oder eine Partnerin, die uns frustriert. Und nicht nur einfach frustriert, weil es gerade frustriert, sondern am größten Schmerz uns frustriert. Und ich hatte das wahnsinnig wundervolle Glück, dass wir, mein Mann und ich, am Wochenende, letztes Wochenende, einen Paar-Workshop geschenkt bekommen haben. Einen Imago-Paar-Workshop. Und das ist auch für mich als selbst Paare-Begleitende, als Paar-Coach, ein Geschenk, mit meinem Mann selbst in das alles wieder einmal einzutauchen, als Kunde. Und was mir da wieder so ganz, ganz richtig wieder bewusst geworden ist, ist Folgendes aus der Imagotherapie. Das vom Gedankengut her. Ihr könnt es euch so vorstellen, Imago heißt Bild, lateinisch. Wir machen uns ein Bild. Und wir machen uns ein Bild in der Kindheit. Wir machen uns in der Kindheit ein Bild von unseren Betreuungspersonen, Vater, Mutter, Großeltern, wo auch immer wir groß geworden sind. Und wir speichern da Eigenschaften, die Adjektive. Wie haben wir uns gefühlt? Wie waren diese Bezugspersonen? Im schönsten, im positivsten Sinne. Und jetzt komme ich zu dem Thema, das ich heute besprechen möchte, im frustrierenden Sinne. Also die Eigenschaften, die uns verletzt haben und die uns früher schon zur Weißglut gebracht haben und so weiter und so fort. Jetzt könnt ihr euch das so vorstellen, unterbewusst speichern wir das. Und wenn man ein Zebra hernimmt mit diesen Streifen, diese Zebras, die sind alle so unterschiedlich gestreift wie wir mit dem Daumen. Also jede Streifung vom Zebra hat eine unterschiedliche Streifung. So wie wir einen Daumenabdruck nehmen können und identifiziert werden. Jetzt muss sich das Zebra-Kind die Streifung der Eltern, der Mutter, so einprägen in der Riesenherde, damit es, wenn die flüchten müssen, wenn die weiter wandern und so weiter und so fort, die Mutter wieder erkennt und sich dann damit die Futterquelle der Mutter und die Sicherheit immer bleibt. So, und genau in diesem Sinne prägen wir Menschen uns die Eigenschaften, die Adjektive, die schönsten und genauso die verletzendsten Eigenschaften unserer Erziehungspersonen ein. Dann werden wir groß, dann verlieben wir uns. Und wenn wir uns verlieben, dann wird so viel Dopamin ausgeschüttet von unserem Hirn, also so viel Drogen, Verliebtheitsdrogen, dass wir nichts mehr sehen von den negativen Eigenschaften. Also es gibt sogar Hirnscans, Belege darüber, dass Hirnscans von heroinsüchtigen Menschen dieselben Scans sind wie Frischverliebte. Das heißt, Heroin und Frischverliebt haben ganz ähnliche Dopamin- und Drogenausschüttungsmerkmale. So, irgendwann ist natürlich die Dopaminausschüttung vorbei und dann sehen wir unseren Partner, unsere Partnerin in real. Dann passiert als erstes zum Teil, dass man sich denkt, Mensch, der hat mich angelogen. Der ist ja gar nicht so nett, wie er immer getan hat. Der ist ja gar nicht so sauber, so lustig, so interessant, so reich und so weiter und so fort. Das ist so dann die Enttäuschungsphase. Und dann kann es passieren oder meistens passiert es dann, dass man im Machtkampf hängen bleibt. Also dann geht so dieses Spiel los. Nein, das stimmt nicht, das habe ich nie gesagt. Du hast damals behauptet jenes, das ist überhaupt nicht wahr. Nein, dieses Auto ist rot, das ist nicht grün. Und so weiter und so fort. Diesen Tanz nennt man so dieses Parkett des Machtkampfs. Und ganz, ganz viele Paare,
weil wir das leider alle miteinander nie gelernt haben, bleiben dort stecken und denken sich, oh, er ist falsch, sie ist nicht die Richtige. Und dann suchen wir entweder unterbewusst Beweise, warum wir sagen, nein, das ist der Falsche. Es muss ein anderer sein, weil der wäre nicht so blöd, der wäre nicht so stinkig, der wäre nicht so arm, der wäre nicht so rechthaberisch, der wäre dies und das und jenes alles nicht. Entschuldigung, ich muss über mich selbst lachen. Das sind alles original meine Gedanken. So, und jetzt habe ich natürlich, ich kenne die Imagotherapie schon seit, ich glaube, 20 Jahren. Jetzt habe ich natürlich mir gedacht, ich Rebellin Hilde Fehr, weiß alles besser als jegliche psychotherapeutische Erkenntnisse und habe mir gedacht, na, es gibt den Richtigen, ich weiß es gibt den Richtigeren. So, und dann habe ich diese Beweisführung jahrelang gespielt. Und zwar genau folgendermaßen, dass ich jemanden kennengelernt habe, Dopamin, Aufwachen, Machtkampf, tschüss. Habe ich die Beziehung verlassen. Dasselbe von Neuem. Das habe ich gespielt mit Afrikanern, das habe ich gespielt mit Österreichern, mit Deutschen, mit, ich kann sagen, wirklich vielen, vielen kulturellen Hintergründen, vielen, vielen Berufsgruppen. Also ich habe wirklich auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und ich kann aufgrund meiner Erfahrung inzwischen sagen, ich sag's euch, sagt man glaube ich so ähnlich auf Wienerisch, das Problem kommt wieder. Das Problem, das du selbst hast, dieses Ding, das dich frustriert, das frustriert dich mit jedem neuen Partner wieder. Okay, ich lass mal, dich vielleicht nicht, aber mich. Ich bin mit jedem Partner zum selben Problem gekommen. Und das Verflixte ist, man kommt nicht nur zum selben Problem, man kommt zum dreifach größer, stärker ausgeprägten Zug desselben Problems. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was für eine Herausforderung das mit meinem Mann jetzt ist. Weil wenn es bei jedem Partner dreimal stärker, dreimal stärker, dreimal stärker, dreimal stärker, dann bin ich jetzt schon auf einer hohen Dosis. Das heißt, die Frustrationspunkte sind wirklich, und das kann ich wirklich bestätigen. Ich lache nur drum, weil ich über meine eigenen Gedanken, über mein eigenes davonrennen wollen. Und ich muss nur im Außen den Mann wechseln, dann wird die Beziehung leichter. Da muss ich so lachen, weil ich merke, ich bin jetzt beim allerliebsten Mann gelandet und die Frustrationen sind die höchsten. Ich habe sie noch nie so hoch erlebt. Und er umgekehrt auch. Also wir lachen manchmal so viel drüber, weil wir sagen, das gibt's ja nicht. Das gibt's nicht, aber es gibt's. So, wo ist jetzt die Lösung? Die Lösung ist meiner Erfahrung nach, ich meine natürlich, ich rede jetzt wirklich, ich rede nicht von Gewalt, ich rede nicht von jahrelangen Affären, ich rede nicht von jemand liebt Sadomaso, der andere nicht, möchte Kuschelsex. Also ich rede jetzt wirklich von so alltäglichen, wo man frustriert ist und Machtkampf hat und also nicht die ganz großen Probleme oder Narzissmus, Erniedrigungen. Also das ist, von dem rede ich nicht. Das ist eine ganz, ganz andere Rubrik. Ich rede jetzt wirklich so vom Alltäglichen, so wie bei mir, wo es nicht so diese wahnsinnsgroßen Dinge gab, sondern einfach die Frustration, nein, das ist nicht der Richtige, den wechsle ich jetzt aus. Punkt. So, und jetzt die Lösung. Die Lösung ist die, wenn wir erkennen, dass der Partner dieselben Frustrationen wie unsere Erziehungspersonen damals wieder zum Vorschein holt, wieder triggert, wieder die Knöpfe drückt, sagt man so in der Imagotherapie, dann wissen wir oder können wir uns in Erinnerung rufen, 90% der Frustration, dieses Gefühls der Frustration, dieses Gefühls von ich bin so einsam, ich bin so alleine, dieses Gefühls von niemand versteht mich, dieses Gefühls von kein Einfühlungsvermögen, dieses Gefühls von
was auch immer das Gefühl ist, ja, oder ich werde nicht wahrgenommen oder ich, über mich wird nur drüber gewalzt. Also diese ganz tiefen, tiefen Kindheitsfrustrationen und Gefühle und Schmerzen, die sind vom Partner nur zu 10% ausgelöst. Das heißt, der Partner tut möglicherweise etwas relativ für ihn gar nicht Schlimmes und löst bei uns aber eine ganze Lawine von 90% komplett Frustration aus. Und die Lösung ist, dass wir nicht den Partner verlassen, sondern dass wir uns gegenseitig zur Verfügung stellen und uns gegenseitig dazu einlassen, dass wir diese Verletzungen von früher heilen. Also ich habe jetzt da, wir haben einen Dialog gemacht, wir haben mehrere Dialoge gemacht. Einer war diese Bitte um Verhaltensänderung und ich muss jetzt, entschuldige, ich lache nicht, weil ich es lächerlich finde, ich lache, weil es für mich ganz, ganz schwierig ist, das jetzt zu tun. Und weil es gestern wirklich zu einer lustigen Situation gekommen ist, ich muss das Duschgel immer schließen. Ja, das ist, man könnte glauben, das ist lächerlich, das ist witzlos, bla bla bla. Es ist, bedeutet aber für meinen Mann etwas ganz Großes. Also ich möchte jetzt da nicht in die Tiefe gehen, aber es bedeutet was Großes. Und das Lustige gestern, wir sitzen beim Abendessen, reden irgendwas, auf einmal fällt mir ein, habe ich das Duschgel geschlossen. Ich stehe auf vom Abendessen, renn rein ins Bad, sehe, okay, alles gut, setz mich, beruhig es wieder hin. Also das ist für mich ganz, ganz was Neues. Ich bin nicht der Ordnungsfreak. Und das mag so lächerlich euch jetzt vorkommen oder erscheinen. Aber dadurch fühlt sich mein Mann gesehen, dadurch fühlt sich mein Mann wertgeschätzt in seinem Bedürfnis. Da geht es ganz weit. Es geht sogar bis in den Umweltschutz hinein, weil anscheinend dieses Duschgel immer umgefallen ist, ausgeflossen ist. Dadurch, er ist so ein Umweltfreak, dadurch wir mehr Müll produzieren, mehr Duschgels kaufen müssen und so weiter und so fort. Also ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, dass ein geöffnetes Duschgel die Umwelt umbringt. Für ihn. Und das liegt mir am Herzen, dass er dieses Gefühl nicht mehr hat, dass ich die Umwelt zusätzlich verschmutze, als was wir es eh schon tun. Und um das geht's, dass wir wirklich, auch wenn es uns sowas von lächerlich vorkommt, also mit der Zahnpastatube, ja, Klassiker, ich weiß, es ist so der Klassiker, ich habe es noch nicht mal verstanden, was er gemeint hat. Aber ich werde ihn heute bitten, dass er mir wirklich zeigt, was er meint, was ich tun soll. Ich habe es wirklich probiert, anscheinend tue ich es immer noch nicht richtig. Ja, Beziehung heißt, den anderen wahrnehmen, ob es uns lächerlich vorkommt oder nicht. Das höre ich sehr, sehr oft in meinen Beratungen, dass einer von beiden sagt, na, ist ja lächerlich. Nein. Liebe Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Erinnerungen, was für Frustrationen diese 90% in der Kindheit möglicherweise dahinter liegen. Hinterm Duschgel, hinter der Zahnpastatube, hinterm Klopapier, das verkehrt an der Wand hängt. Was auch immer es ist nichts. Und zwar wirklich nichts lächerlich vom anderen. Es ist spannend, es ist interessant und ihr könnt ganz viel erfahren vom anderen. Ihr könnt erfahren, warum, was steckt da dahinter. Und in diesem Sinne würde ich euch gern wirklich ermutigen, dass ihr sagt, ich schaue jetzt mal genauer hin. Was sagt mein Partner, was sagt meine Partnerin? Wo ist sie frustriert? Und ich sage, also lächerlich, also Blödsinn mache ich sicher nicht. Und fragt mal nach, vielleicht findet sie es raus, was steckt dahinter? Was war die Verletzung in der Kindheit? Wer hat dies oder das oder jenes immer getan und was hat das in deinem Partner früher und in deiner Partnerin ausgelöst? Und wenn du auf das eingehst, kannst du mit dem Partner oder beim Partner diese alte Verletzung im Heute heilen.
Und ich sage dir, das ist wirklich wahnsinnig toll. Das ist so schön, dieses Geschenk, dem anderen heilen zu helfen. Und der zweite Aspekt ist, ich kann wachsen. Also der hilft zu heilen, wächst für sich selbst. Glaubst du, ich habe jemals in meinem Leben daran gedacht, ob das Duschgel geschlossen ist? Ich habe nicht einmal wahrgenommen, dass das offen und geschlossen sein kann. Ich habe nur gedacht, Duschgel raus, stelle es wieder hin, fertig. Also das heißt, ich kann wachsen im Sinne von, ich denke an meinen Mann. Ich tue etwas, was mir automatisch nicht einfällt. Und das ist jetzt natürlich die kleine Wachstumsgeschichte. Die große Wachstumsgeschichte habe ich letztes Jahr im Sommer gemacht. Ich habe ihn geheiratet. Für mich war Heiraten absolut nicht möglich. Es war nicht möglich. Aus Klaustrophobie-Gründen und so weiter und so fort. Und ich habe alles dafür getan, weil ich wusste, er würde so gerne heiraten, dass es mir möglich wurde. Ich habe es getan. Also dieses Wachsen, und ich sage es euch, ich habe auch ein wahnsinnig stolzes Gefühl gekriegt. Ich bin so stolz auf mich, ich habe diese Angst überwunden. Ich habe das gemacht, ich bin gewachsen. Und es gibt nichts Schöneres, als zu spüren, ich bin gewachsen. Und das macht sie als Geschenk für den anderen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, ganz, ganz viel Neugier hinzuschauen. Was ist los bei meinem Partner, bei meiner Partnerin? Was kann ich tun, um ihm oder ihr heilen zu helfen? Und wenn ihr gerne mich kennenlernen wollt und da Unterstützung haben wollt, bitte super gerne macht euch einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch aus in Wien, in Groß-Weikersdorf oder via Skype. In diesem Sinne wünscht ihr alles, alles Liebe, euch alles, alles Liebe. Dickes Bussi. Deine Hilde aus der Beziehungsambulanz. Tschüss!